Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview mit Oliver Kirchner beim ZDF Morgenmagazin. Es ist eines der besten Interviews aus meiner Sicht, das ein AfD-Vertreter je gegeben hat. Wie ist das passiert und was macht das Interview so besonders? Das Video ist 8 Minuten lang, aber es ist ganz sicher nicht langweilig. Ich verspreche euch, ihr werdet euch keine Sekunde langweilen. Viel Spaß! Bei uns jetzt Oliver Kirchner, der Spitzenkandidat der AfD. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Kirchner, ich habe gelesen in der Vorbereitung, Sie wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Haben Sie denn wirklich mehr Angst vor der Impfung als vor dem Virus? Also ich bin ja ein altes DDR-Kind und bin durchgeimpft sozusagen. Da hat uns auch niemand gefragt, ob wir uns impfen lassen wollen. Jetzt werden Sie ja gefragt. Jetzt werde ich gefragt, ja, aber mit einer Impfung, die ich nicht haben möchte. Also ich hätte eine Impfung genommen, die vernünftig entwickelt gewesen wäre, wo wir wissen, was für Folgen diese Impfung hat. Momentan scheinen unsere Bürger hier die Versuchskaninchen zu sein, an denen man das austestet. Und da stehe ich nicht zur Verfügung. Ich möchte eine Impfung haben, die eine ordentliche Impfzeit hatte. 4 bis 8 Jahre beträgt so etwas, wenn man sowas machen möchte. Da hätte ich mich mit auch impfen lassen. Aber mit dieser Impfung, wenn man allein das Problem AstraZeneca sieht, das sehe ich schwierig. Es gab ja schon Tests und Studien, aber ich will es nur verstehen. Lassen Sie sich zum Beispiel auch nicht testen, wenn Sie zum Beispiel ältere Verwandte besuchen? Ich lasse mich zwischendurch schon ab und zu testen. Ich muss mich ja hier auch im Wahlkampf immer testen lassen, beim MDR und überall. Ich habe kein Problem mit dem Testen, aber ich glaube, dass wir den Menschen die Freiheit zurückgeben müssen. Die wollen nicht in ein Restaurant gehen und sich vorher testen lassen. Die wollen einfach, wenn sie Hunger haben, in ein Restaurant gehen. Und die Zahlen, die gehen seit Januar zurück. Wir hatten im Januar 200 Leute auf den Stationen. Jetzt haben wir noch 50 auf den Stationen und 200 bei 2,2 Millionen. Da muss man als Regierung schon mal ein bisschen die Waagschale in die richtige Richtung bringen. Leute wollen zwar essen gehen, aber natürlich auch kein Corona bekommen. Ne? Ja. Wir sprechen gleich weiter auch noch über Corona. Wir möchten aber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Sie mal kurz vorstellen in unserem Steckbrief. Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, 55 Jahre, verheiratet, 3 Kinder. Der gebürtige Magdeburger lernt nach der Schule Kfz-Mechaniker, arbeitet nach der Wiedervereinigung als Autohändler. Der AfD tritt Oliver Kirchner 2014 bei. Ich habe dort eine Partei gefunden, die zumindest zu 80 bis 90% das beinhaltet, warum ich in die Politik gegangen bin. Eine Veränderung dieses Landes, die EU-Kritik, die wir zuerst hatten, mit der Einführung des Euros. Mit der Landtagswahl 2016 wird Oliver Kirchner Abgeordneter. 2018, als der damalige Partei- und Fraktionschef André Poggenburg zurücktritt, steigt Kirchner zum Fraktionschef auf. 2015 gehört er zu den Unterzeichnern der Erfurter Resolution, Gründungsschrift der Strömung der Flügel. Beim Treffen der Gruppe 2019 erhält Oliver Kirchner ein Ehrenabzeichen der rechtsextremistischen Gruppe um Björn Höcke. In Sachsen-Anhalt will die AfD unter anderem alle Corona-Eindämmungsmaßnahmen abschaffen, die Landesförderung für die Theater halbieren und ein Babybegrüßungsgeld zahlen, allerdings nur, wenn mindestens ein Elternteil deutscher Staatsbürger ist. Offen ist, wie die AfD ihre Ziele umsetzen will, denn alle anderen Parteien schließen die Zusammenarbeit mit der AfD aus. Herr Kirchner, bleiben wir noch mal bei dem wichtigsten Thema für die Wählerinnen und Wähler, Corona. Wir haben es gerade gehört, Sie lehnen im Prinzip alle Corona-Maßnahmen ab. Wollen Sie dem Virus freien Lauf lassen? Ja, ich finde das ja schon sehr spannend, dass das Virus so schlau ist, dass es kurz vor der Wahl weiß, dass es verschwinden muss. Da geht es ja schon mal mit los. Wir haben jetzt fast keine Inzidenzzahlen mehr, die vorher noch sehr hoch waren. Das schiebt man auf die Bundesnotbremse. Man schiebt es auch auf die Impfung, ja. Aber mit dieser Impfung kann ich ja trotzdem weiter Menschen anstecken. Bin ich zu 100% geschützt, weiß nicht, was diese Impfung beinhält. Und da bin ich wirklich auch kritisch dem gegenüber. Und ich hätte mir da einen besseren Umgang mit dir gewünscht, auch mal Kritiker zu Wort kommen zu lassen. Das wurde ja alles totgeschwiegen oder sofort in die Verschwörungsecke geschoben. Und das hätte ich mir bei einer Regierung anders gewünscht. Also ich habe viele kritische Stimmen gehört. Ich weiß nicht, ob Sie diese nicht gehört haben, aber sie kamen in den Medien vor. Ich finde, man kann nicht sagen, es wurden keine Kritiker gehört. Ja, wissenschaftliche nicht. Auch. Nein. Auch bei uns im Morgenmagazin. Ich wollte Sie gerne zu Ihrer Partei fragen. In der AfD wird ja oft das große Wort geschwungen und Ihr stellvertretender AfD-Landesvorsitzender, der sagt zum Beispiel, Deutschland würde gerade in eine Diktatur umgebaut. Wir können mal kurz reinhören. Mhm. Es geht nicht um den Schutz der Gesundheit. Die Regierung nimmt die leichteste Pandemie der letzten 2000 Jahre zum bloßen Vorwand, um unsere Demokratie abzubauen und unsere Freiheitsrechte zu schmälern. Dieses Land wird gerade in eine Diktatur umgebaut und fast alle machen mit. Herr Kirchner, ich frage Sie, in dieser Wahlsendung, vor dieser Landtagswahl, in diesem super Wahljahr, finden Sie, dass Deutschland in eine Diktatur umgebaut wird?
Das sind harte Worte, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ein Bild ausreicht von Jörg Meuthen mit dem Chef der Hessischen Filmförderungsgesellschaft, ein Bild beim Mittagessen, ohne Untertitelung, dass dieser Mensch dann seinen Job verliert, weil er mit Jörg Meuthen beim Essen war, dann müssen Sie mir erklären, ob das noch demokratische Züge hat. Sie also müssen mir erklären, wie Sie sagen können, wir sind hier fast in einer Diktatur, wenn wir die ganze Zeit wählen in diesem Jahr. Sie stellen sich doch zur Wahl. In der Diktatur könnten Sie sich nicht zur Wahl stellen. Naja, in der DDR konnte man sich auch zur Wahl stellen und da ist man mit 100% gewählt worden, wie demokratisch das war. Sie vergleichen die Bundesrepublik mit der DDR? Ich vergleiche jetzt die Sachen, die passieren. Dass bei der AWO, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, bei der DGB, bei der IG Metall auf den Profilen von Menschen geschnüffelt wird, ob sie AfD-Liker sind, ob sie kommentieren, ob sie Mitglieder sind, die verlieren dann ihren Job. Das hatten wir schon mal und das möchte ich in diesem Land nicht nochmal haben. Ich würde trotzdem sagen, es ist nicht die Definition einer Diktatur. Das ist Ihre Meinung, meine ist eine andere. Genau. Ja. Sie gelten, wir haben es auch gerade gesehen, als Rechtsaußen in der AfD. Ja. Sie haben die Erfurter Resolution unterzeichnet. Der Flügel, Verfassungsschutz sagt, der Flügel ist rechtsextrem. Was sagen Sie von sich selber? Wie rechtsextrem sind Sie? Ich bin überhaupt nicht rechtsextrem. Sie können bei mir bis in die Wiege zurückverfolgen. Ich hatte noch nie Kontakte zu irgendwelchen rechtsradikalen Gruppen. Und wenn ich jetzt in die Politik gehe, der Flügel und unterzeichne eine Resolution, wird Verfassungsschutz als eine rechtsradikale Gruppe bezeichnet. Ja, der Verfassungsschutz ist für mich aber kein Maßstab. Einer, der ein Zeller Loch in die Wand sprengt, um sein eigenes Mitglied vom Verfassungsschutz aus dem Gefängnis rauszuholen. Also wenn Verbrecher für mich ein Vorbild sein sollen, das fällt bei mir aus. Ich bin mit der Stasi groß geworden. Dieser Verfassungsschutz ist für mich kein Maßstab. Ja, gut. Sprechen wir mal über Inhalte. Wobei ich auch finde, dass das wichtige Positionen sind, die die Wählerinnen und Wähler auch mal hören sollten. Ja, genau. Das zweitwichtigste Thema ist hier die Bildung. Uns hat überrascht in Ihrem Wahlprogramm, Sie wollen die Schulpflicht abschaffen. Nee. Doch. Wie viele Familien glauben Sie haben Zeit und auch Kenntnisse, Kinder zu Hause zu unterrichten? Ja, zumindest alle pensionierten Lehrer oder auch Menschen, die Lehramt studiert haben. Und pensionierte Lehrer haben aber keine kleinen Schulpflicht. Ja, aber Sie haben ja schon mit der falschen Einleitung begonnen. Wir wollen die Schulpflicht nicht abschaffen. Das steht in diesem Programm nicht drin. Steht drin. Nein. Doch. Wir wollen die Schulpflicht durch eine Bildungspflicht ersetzen. Das ist nicht abschaffen. Schulpflicht abschaffen, Bildungspflicht einführen, Kinder zu Hause unterrichten. Wer kann seine Kinder zu Hause unterrichten? Naja, ich habe es Ihnen gerade gesagt, wer das kann. Und in den Zeiten in Corona hätte man sich das gewünscht, dass pensionierte Lehrer zurückkommen und vielleicht ihre Enkel unterrichten, gerade in Zeiten, wo kein Schulunterricht war. Wir wollen das ja nicht als Hauptthema in den Wahlkampf stellen, aber wir wollen den Leuten eben freistellen, die es eben auch können, ihre Kinder eben auch zu Hause zu erziehen. Eine Privatschule ist ja nichts anderes. Mhm. Natürlich nach den Lehrplänen, das ist ja ganz klar. Genau, die müssen die Prüfung, das steht vollkommen bei Ihnen im Programm drin, müssen die Prüfung machen. Es gibt eine große Diskussion zurzeit. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat gesagt, dass Teile der Ostdeutschen für die Demokratie verloren seien, weil sie in einer Diktatur politisch sozialisiert wurden. Und die AfD wird so ein bisschen auch als Beispiel dafür genommen. Was sagen Sie in dieser Diskussion? Na, ich glaube, dass bei dem Mann der Name wirklich Programm ist. Das ist für mich ein Wanderwitz, der Kollege. Also wenn ich das höre, Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, mit der Diktatur aufgewachsen sind, eine Sensorik für Einschränkungen haben, wie keine anderen, die alle als rechtsextrem oder rechtsradikal zu bezeichnen und über einen Kamm zu scheren, also einen besseren Wahlkämpfer als Herrn Wanderwitz, können wir uns als AfD eigentlich gar nicht vorstellen. Würden Sie sich als lupenreiner Demokrat bezeichnen? Ja. Ja. Und trotzdem sagen Sie, wir driften ab in eine Diktatur. Ja, nee, ich habe das ja nicht gesagt. Sie haben ja was vorgespielt, was wer anders gesagt hat. Ja, also da müssen Sie schon richtig beim Thema bleiben. Ich habe nicht gesagt, wir driften ab in eine Diktatur. Sie haben sich aber auch nicht distanziert. Nee, ich distanziere mich grundsätzlich von meinen Kollegen nicht, weil das meine Kollegen sind. Es sei denn, die machen eine Straftat, dann distanziere ich mich. Aber ich glaube nicht, dass das eine Straftat war. Okay. Ja. Vielen Dank, Oliver Kirchner, Spitzenkandidat der AfD. Danke, dass Sie da waren. Ja. Das ZDF fährt momentan eine relativ aggressive Strategie. Vielleicht nach der Landsendung war man vielleicht nach der Meinung, ist jetzt reine Spekulation, war man vielleicht der Meinung, ja, Weidel hat man zu leicht davonkommen lassen, es war zu nett. Und jetzt möchte man eine härtere Gangart einschlagen. Bei Illner, das war wirklich so aggressiv wie seit einem Jahr nicht mehr. Also der Umschwung seit Lanz ist wirklich offensichtlich. Aber es kann natürlich auch reiner Zufall sein, dass Lanz es eben so macht, wie er es will und Illner es ganz anders gemacht hat. Auffällig ist aber, dass hier beim Morgenmagazin die gleiche Strategie gefahren wurde wie bei Illner. Und schon wieder ist das ZDF damit schön gescheitert, was sehr schön anzuschauen war. Was aber auch stark an Kirchner gelegen hat und an Gauland bei Illner. Kirchner ist, jedenfalls für mich, mittlerweile eigentlich einer der größten Hoffnungsträger. Er sieht relativ unscheinbar aus, klein, der Gang ist so ein bisschen humpelnd. Er ist jetzt nicht das, sozusagen, nicht das auffällige Schönheitsideal, kein Brad Pitt.
Aber das muss ja auch gar nicht sein. Das wird vollkommen überbewertet. Also jedenfalls in den Altmedien wird der irgendwie runtergeschrieben mit unscheinbar und so weiter. Aber was er abliefert, das war einfach sehr schlagfertig. Es war wirklich sehr schön anzusehen und da kann man also nur den Hut vorziehen, wie schlagfertig er diese Angriffe abgewehrt hat. Was hat der ZDF-Moderator gemacht? Es war ziemlich dreist. Sie denken anscheinend, sie können jetzt machen, was sie wollen. Er hat probiert, ihn fortzuführen. Sozusagen, er weiß ja ganz genau, was die Öffentlich-Rechtlichen machen, wie sie hetzen, wie sie gegen Leute mit der falschen Meinung, wie sie sie ausgrenzen, wie sie sie stigmatisieren. Und jetzt probiert er, ihn fortzuführen, indem er sagt, ja, ihr Kollege Till Schneider hat gesagt, wir sind auf dem Weg in eine Diktatur. Das ist doch Quatsch, wir können noch wählen. Das ist doch völliger Blödsinn. Und jetzt will er ihn in die Bredouille bringen, dass er dann sagen muss, ja, stimmt, wir können ja wählen. Und jetzt setzt er darauf, dass er nicht benennen kann, was jetzt hier passiert. Herr Kirchner, ich frage Sie, in dieser Wahlsendung, vor dieser Landtagswahl, in diesem super Wahljahr, finden Sie, dass Deutschland in eine Diktatur umgebaut wird? Das sind harte Worte, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ein Bild ausreicht von Jörg Meuthen mit dem Chef der Hessischen Filmförderungsgesellschaft, ein Bild beim Mittagessen, ohne Untertitelung, dass dieser Mensch dann seinen Job verliert, weil er mit Jörg Meuthen beim Essen war, dann müssen Sie mir erklären, ob das noch demokratische Züge hat. Also er denkt jetzt, er ist nicht schlau genug, die AfDler sind so doof, jetzt kommen sie ins Schwimmen, jetzt müssen sie zugeben, ja, wir können ja wählen, wir sind so genial, unsere Täuschung, unsere Hetze, unsere Psychotricks, die sind so gut, sie kommen nicht dahinter, sie können nichts dagegen machen, jetzt, was soll er jetzt sagen, ja, unsere Tricks sind so gut, jetzt muss er zugeben, ja, er kann wählen, ja, er muss jetzt klein beigeben, er muss jetzt einknicken. Darauf setzt er. Er möchte ihn blamieren, und er möchte ihn zum Einknicken bringen. Er möchte ihn vor aller Öffentlichkeit erniedrigen. Vom Zuschauer möchte er zeigen, ja, du bist hier ein Dummschwätzer, du bist ein Populist und du musst es jetzt hier zugeben. Du kannst jetzt hier nicht benennen, du kannst jetzt hier mein fieses Vorgehen nicht benennen. Ich bin zu stark, ich bin zu mächtig. Wahrscheinlich das fühlt dieser Mensch, das fühlen die alle. Sie fühlen sich unglaublich stark. Aber er hat sich geirrt. Kirchner konnte es kontern. Wie hat er es gemacht? Er hat einfach die Auswirkungen beschrieben. Die hat er ja auch sofort parat. Wenn ein Bild ausreicht von Jörg Meuthen mit dem Chef der Hessischen Filmförderungsgesellschaft, ein Bild beim Mittagessen, ohne Untertitelung, dass dieser Mensch dann seinen Job verliert, weil er mit Jörg Meuthen beim Essen war, dann müssen Sie mir erklären, ob das noch demokratische Züge hat. Bei Corona mit dem Impfen konnte er sofort sagen, ich möchte eine Impfung haben, die 4 Jahre erprobt ist und was anderes finde ich nicht vertrauenswürdig. Da konnte der Moderator erstmal nichts sagen. Und jetzt auffällig ist das fehlende Nachfragen. Oder er übergeht das einfach, der Moderator, weil es war nicht in seinem Konzept, dass er jetzt konkret schildert die Auswirkungen und im Grunde dadurch zeigen kann, es herrschen eben sehr wohl diktatorische Zustände. Ich kann es jetzt vielleicht nicht genau benennen, aber ich kann jetzt hier zeigen, was hier passiert und kann es aufzeigen und dem Bürger verdeutlichen, dass es im Grunde doch ist wie eine Diktatur oder eine Diktatur ähnlich. Naja, in der DDR konnte man sich auch zur Wahl stellen und da ist man mit 100% gewählt worden, wie demokratisch das war. Sie vergleichen die Bundesrepublik mit der DDR? Ich vergleiche jetzt die Sachen, die passieren. Dass bei der AWO, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, bei der DGB, bei der IG Metall auf den Profilen von Menschen geschnüffelt wird, ob sie AfD-Liker sind, ob sie kommentieren, ob sie Mitglieder sind, die verlieren dann ihren Job. Das hatten wir schon mal. Das möchte ich in diesem Land nicht nochmal haben. Ich würde trotzdem haben. Sagen, es ist nicht die Definition der Diktatur. Das ist Ihre Meinung. Meine ist eine andere. Genau. Diktatur ist ein schwieriger Begriff, weil es ist eigentlich ein geschichtlicher Begriff. Aber Geschichte wiederholt sich nicht. Diktaturen waren nicht immer gleich. Sie waren immer unterschiedlich. Aber das, was wir jetzt erleben, ist was Neues. Es ist bösartig, es findet Stigmatisierung statt, aber es ist eben eine neue Idee. Es funktioniert alles ein bisschen anders. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Wenn du deine Meinung sagst, dann wirst du fertig gemacht, wenn sie entsprechenden Leuten nicht passt. Das ist das Ergebnis. Und dieses Ergebnis schildert Kirchner hier. Später geht es dann auch weiter noch mit dem Rechtsextremismusvorwurf und den Verfassungsschutz, wo er dann auch sofort auf parat hat mit dem Verfassungsschutz, wie unlauter dieses Beispiel, wo einer vom Verfassungsschutz den anderen aus dem Gefängnis befreit,
wie unlauter der Verfassungsschutz ist und dass er darauf nichts gibt. Und im Grunde dann kann der Moderator darauf auch nichts sagen. Ich bin überhaupt nicht rechtsextrem. Sie können bei mir bis in die Wiege zurückverfolgen. Ich hatte noch nie Kontakte zu irgendwelchen rechtsradikalen Gruppen. Und wenn ich jetzt in die Politik gehe, der Flügel und unterzeichne eine Resolution, der Verfassungsschutz als eine rechtsradikale Gruppe bezeichnet. Ja, der Verfassungsschutz ist für mich aber kein Maßstab. Einer, der ein Zeller Loch in die Wand sprengt, um sein eigenes Mitglied vom Verfassungsschutz aus dem Gefängnis rauszuholen. Also wenn Verbrecher für mich ein Vorbild sein sollen, das fällt bei mir aus. Ich bin mit der Stasi groß geworden. Dieser Verfassungsschutz ist für mich kein Maßstab. Ja, gut. Ja. Sprechen wir mal über Inhalte. Er weist die ganzen Vorwürfe klar zurück, glaubhaft zurück. Und der Moderator steht dann blamiert da, weil er steht entblößt da. Weil im Grunde übergeht er dann immer. Es zeigt dann, dass das ZDF den Verfehlungen des Verfassungsschutzes gar nicht nachgeht. Also im Grunde so dunkelweißes wissen es ja die Leute. Mit Maaßen, mit der Hetzjagd von Chemnitz, dann wird also Maaßen entlassen. Oder auch vom Bundesinnenministerium, das ist das Corona-Papier. Es wird alles so zurückgehalten. Und da erinnert sich dann der Zuschauer daran, ja, der ZDF-Moderator, er geht nur einseitig gewissen Dingen nach. Aber gewisse Dinge hinterfragt er gar nicht. Also diese ganzen Beispiele, die Punkte, die jetzt Kirchner macht, da hat dann der ZDF-Moderator überhaupt kein Konzept, darauf einzugehen, sondern macht dann einfach weiter. Und also es wirkt dann natürlich auch menschlich irgendwie merkwürdig oder es wird falsch gespielt, weil ja auch diese geheuchelte Empörung, sie trifft dann immer nur Kirchner, aber wenn dann Kirchner die Beispiele bringt, dann müsste er eigentlich auch über die Beispiele empört sein, aber er ist es dann gar nicht, sondern er übergeht es und damit ist er perfekt entblößt. Es ist die typische wichtige Strategie, die bis jetzt immer so von den AfD-Vertretern vernachlässigt wurde. Diese Dinge, die die Altmedien verschweigen, beispielsweise jetzt mit dem Verfassungsschutz. Diese Dinge müssen die AfD-Vertreter immer benennen, damit sie die Leute überhaupt erfahren oder wenn die Leute sie wissen, dass sie in Erinnerung gerufen werden. Und damit dann die jeweiligen Vertreter konfrontieren. Und dann können sie dazu nichts sagen, so wie jetzt hier. Es ist ganz wichtig, dass die AfD-Vertreter, wenn sie was verändern wollen, und sie müssen ja diese Medienleute dran kriegen, sie müssen diese Medienleute schlecht aussehen lassen. Und diesen Willen hatte Kirchner hier, seine Punkte zu machen, sich zu verteidigen, nicht einzuknicken und nicht irgendwie zu versuchen, Harmonie mit den Journalisten herzustellen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr noch für sehr gute Interviews kennt. Jedenfalls für mich war es eines der besten Interviews, die ich eigentlich überhaupt kenne. Weidel hat immer so spektakuläre Interviews, aber es sind eher so Leute immer aus der zweiten Reihe gewesen, sag ich mal. Bei Phoenix, dieser, wie heißt er nochmal, ist ja auch egal, auf jeden Fall der, das ist kein Lanz oder auch kein Respe. Gegen solche Leute oder gegen diesen NTV-Moderator, dann beschwert sie sich, dass also dann der konservativ oder rechts sagt, so eine plumpe Diffamierung, weist sie dann zurück, was ja auch sehr gut ist, dass sie das macht. Sie weist es dann zurück, aber wenn sie dann zum Beispiel bei Anne Will sitzt und dann kommen die mit Höcke und Flügel, und dann sitzt sie einfach nur noch da und kann gar nichts sagen und lässt die Leute im Stich. Und solange das nicht passiert, solange keine Ammann kommt, die dann irgendwie nachhakt, wobei Ammann jetzt auch nicht die cleverste ist, wie man bei Illner gesehen hat, aber solange dann die Leute nicht nachhaken, also ich denke, Restl ist da sehr aggressiv, sehr stark, bei solchen Leuten, da hätte sie ein Problem, weil sie empört sich dann, aber dann sagen sie, ja, hier, der Flügel und so weiter und so fort. Was sagen Sie denn dazu? Und dann konnte sie bis jetzt, jedenfalls in der Vergangenheit, ihr könnt mir auch Videos schicken, wo es vielleicht anders ist, aber ich kenne es nicht anders, dann konnte sie jedenfalls nichts mehr dazu sagen. Und hier Kirchner oder auch Gauland, sie haben dem substanziell widersprochen, durch Beispiele. Sie haben, im Grunde hätte natürlich jetzt Kirchner, auch wie Weidel, sich vielleicht noch etwas mehr empören können, das ist ja Weidels Stärke, aber er hat diese ganzen Vorwürfe auch inhaltlich zurückgewiesen und ist dann standhaft geblieben. Und ihm ist auch zuzutrauen, dass er auch vor einem Restle und auch einem Lanz und sonst welchen Leuten würde er bestehen können. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.